Hallo und herzlich willkommen. Hier ist meine Folge hier bei Kessel und Kotz. Ja, die Ernte geht weiter auf Feldnummer, keine Ahnung, 4 oder 3 gibt es. Ich verwechsel mal beide Felder. Ich tue mal gerade fest, da fällt ein bisschen laut. Dann werde ich mal ganz kurz kurz reduzieren. Und zwar Sound, Fahrzeug, Lautstärke. Ich mache es ein bisschen weniger. Ich habe heute mal eine Aufnahme angehört. War ein bisschen laut. Nicht beenden, nicht fortsetzen. Ja, das Feld ist fertig, das große. Wenn wir das kleine Feld machen, das haben wir. Ja. Gut, wir haben ein bisschen zu viel Zeit einkalkuliert wegen Ausleihen, aber gut. Ich habe mir gesagt, ja. Kann ja nicht schaden, ne? Ein bisschen länger. Zu einkalkulieren ist ja auch blöd, Anführungszeichen. Ja, das ist ein Kräfte, ne? Wird man hier auch noch jetzt hier? Ja, ein bisschen weniger, bei mir auch ein bisschen leiser. So. Ein bisschen schwierig, in dem Fall ist es ungünstig. Okay, ja, das hat sehr sprunghaft. Lenkung aktiviert? Nö. Mit O was gewesen. So. Ob das geht mit T, plus minus? Nö. Kann ich so nicht sagen. Nur Bild. Die Ansicht lässt sich verändern. Okay. Wollen wir gar nicht. So. Gut. Ja, wie die Ernte geht weiter. Gib ein bisschen Gas. Das ist ein bisschen laut. Okay, leiser. So hätte ich auch einfangen können. Musikal. Ungefähr 10 km/h sollten wir fahren, ne? Ja, lenken brauche ich ja nicht. Ist ja automatisch. So. Ja, ich starte das Spiel. Zack. Geht Lenkung nicht. Die erste Fahrbahn gewesen, woran kann fliegen, ne? Also neu eingestellt und auch nicht. Musste mir die Longitech-Software mal runterladen und mal installieren. Und das hat er erkannt. Er hat zwar angezeigt, aber nicht als installiert oder als angesteckt. So blöd. Aber noch schnell mal fast hinten vorbei, ne? Knapp, ja, nicht ganz, aber fast. Also in der Aufwachung LS, dass ich 40% wieder auf 4 runtergehe. Und ich habe mit der Lenkung ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig, sag mal so, ne? So. Wenn ich die Lenkung deaktiviere mit O, also die automatische Lenkung, GPS, ist aber ganz hilfreich. Beim Düngen kann ich jedem empfehlen, das so hoch zu machen mit GPS. Das ist natürlich sehr genau, ne? Gehen wir gleich wieder. So, ja, gut. Im Grunde. Unten rechts, also die Anzeige ist einmal hier die Anzeige für die Fahrspur und die Anzeige für Lenkung. Muss ich mal schauen, dass die entsprechend funktionieren. 15 km/h, ist eigentlich ein bisschen schnell. Ja, mal sehen, was wir die Woche noch hinkriegen. Da wir noch Getreide verkaufen können, ne? Also Weizen. Bisschen Geld verdienen wollen wir auch, ne? Ob die Preise jetzt gut oder schlecht sind, probieren wir das mal halt, ne? Zur Zeit haben wir ein bisschen Geld, aber wir müssen sehen, dass wir noch einen Schein kaufen müssen und später noch einen Flug. Ob ich immer fliegen werde, muss ich mal sehen.
Mal was vom Boden ab, und wie es programmiert ist. Ne? Spezielle Maschinen können ja auch sehr tief kuppern und dadurch erreichen auch eine gute Lockerung. Ist natürlich mal abhängig vom Boden. Ne? Also wenn der Boden recht hart ist, keine Ahnung, ob das schlecht ist. So, überaktivieren. Fahren wir zurück. So stehen lassen. Können wir nicht leisten. So. Ich sage schon mal vielen Dank fürs fleißig Reinschalten. Und ich begrüße mal den neuen Abonnenten. Freut mich. Ja, das ist schön. Neue, wieder kleiner Erfolg. In Anführungszeichen. Ist natürlich mal schön, wenn man mit reinschaltet und mal länger zuschaut. Klar, wäre schön jeden Tag, aber jeden zweiten, dritten Tag, wenn das schon gemacht wird, sind wir zufrieden. Ich denke mal auch, je nachdem, was gerade anliegt, das eine mehr wird interessant. Und gibt ja auch verschiedene Interessen. Ne? Ja, wie sich hier die Entwicklung abzeichnen wird, keine Ahnung. Es gab ja das Weihnachts-Update, was sie als groß bezeichnet haben, wo einige neue Geräte dazu kommen. Weil die Kleinigkeiten fallen. Also für einen Ballanhänger, für 6 Quaderballen. Rundball haben wir, glaube ich, hier gar nicht. Jedenfalls und das große Schneidwerk hier. Ja, da steht noch was. 1, 2, 3, kleine Ecken. Jetzt haben wir 9, 7, fast 8000. So. Kurz rumfahren. Die Sträucher sind, haben keine Kollision, aber die Bäume glaube ich schon. Die kleinen auch nicht, aber die großen. Die großen, die kleinen haben auch Kollision. Böse. Ja, nicht ausmachen, runter mal muss man. Der macht nur so ruckartig. Das muss man noch gemacht werden, ne? Dass es sanft heruntergeht. Sanft, also so weich. Langsam. Lenkung Axt? Ja. So muss Gas geben. Ja, das ist ein bisschen mit Gefühl, ne? Wie würden einige sagen, mit Liebe. So eine ruckartige Bewegung. Naja. Ich denke mal, ist auch nicht gut für Material, ne? So, Getreidefeld. Mal schauen, was wir nächstes Jahr reinbringen, ne? Also an Fruchtsorten. Wir haben ja jetzt noch hier den Winter vor uns. Aber erstmal haben wir Sommer. Nach der Ernte werde ich auch wahrscheinlich erstmal ja, 14 Tage springen. Den ganzen ja, die ausgefallenen Körner im Prinzip, die Chance lassen zum Keimen. Das ist aber ein Teller im Prinzip, das ganze aktiv unterbrechen. Das ist im Prinzip nachher im späteren Verlauf Oktober mal pflügen werden. Und dann schaue ich mal, dass wir im Herbst die Aussaat fertig kriegen. Dass wir Wintergetreide machen. Mal sehen, wie sie dastehen. Ich persönlich würde Wintergetreide, naja, vorziehen ist eigentlich Quatsch, aber das ist ja auch, also das Schneidwerk ist sehr laut. Das müssen wir mal gucken, ob wir das ein bisschen leiser machen können. Eigentlich ja. Speichern richtig. Einstellung bei Zaun. Und zwar gehen wir hier auch runter. Bei Soundeffekte. Musik habe ich ja eh ausgemacht, weil ich nicht weiß, wie in der GEMA-freien Musik. Ich habe ja ein bisschen Musik im Hintergrund zu laufen. Und ist sehr laut, ne? Aber gut.
ob wir da was reinkriegen im Anhänger oder müssen wir gleich los und dann einlagern. Das kann sein. Ja, im Anhänger ist was drin, ne? Und war noch nicht voll. Also rein optisch. Müssen wir hier erstmal aktivieren. Bremse. Und zwar. Oh, geh an, du. Ich weiß nicht genau, ob er genau erkennt und voll ist. Ja, schön. Gut, überlaufen wird es ja wohl nicht, ne? So ganz leer kriegen wir nicht. Halt an, gut. Dann mal kurz den Drescher ausmachen. Nur so streng drücken, ne? Streng links, dann geht mir aus. So. So, Tür aufmachen. Jetzt kommen wir hier rein, ne? Das kann man sich angewöhnen. Man sollte eine Dämse mal Fenster aufmachen, ne? Sehen kann man nichts. Okay. Ist auch egal. Allein die Funktion ist da, ne? Oder war auf gewesen? Auf. Anhänger ist voll. 18.000 Anschlussrieder. 100%. Auf zum Hof. Jo. Muss länger ein bisschen justieren. Gewöhnt. Ich hatte alles mal fertig gehabt. Und dann war es wieder weg. Ärgerlich. Ja, er geht ein bisschen spät. Muss ich ein bisschen noch ein bisschen feiner einstellen. Das kann man so original nicht übernehmen. Da ist die Lenkung einfach. Wo fahren wir jetzt eigentlich lang? Verkehrte Richtung. Das ist die andere Richtung. Da ist jetzt Verkehr. Hier ist der Notunternehmer. Sehe aber keinen. Kann sein, dass wir im späteren Verlauf mal uns ein Fahrer ausleihen werden und uns mal fliegen lassen. So theoretisch, ne? Das überlege ich mal zu machen. Oder wir stellen mal einen ein für einen Monat. Muss er wieder freistellen, ne? So, die andere Richtung war richtig gewesen. Also ich bin verkehrt gefahren. Aber macht nichts. Wir wollen jetzt Gas geben, ne? Ja, wir müssen zum Hof. Ausland, zurück. Und dann noch den Rest. Dann haben wir im Prinzip jetzt ganz gut geerntet. Ja, kann man nicht. Der ist nur geliehen, ne? Mach den nicht kaputt, du. Die haben ja jetzt auch Schaden bei, ne? Also, wahrscheinlich muss man im Hof irgendwo reparieren lassen können. Waschen kann man ja auch nur an einer Stelle im Prinzip. Vielleicht gibt es auch eine Werkstatt. Keine Ahnung. Können wir mal rausfinden, ne? Wenn die Fahrzeuge nicht mehr fahren. Tank? Kann ich nicht sehen. War aber voll. Bisschen leise ist schon, aber vielleicht wird zu leise, ne? Bremse. So. Einstellung. Sound. Fahrzeug, Lautstärke. Im Innenbereich nicht beenden. Ja, genau. Ein bisschen lauter. Also, ihr müsst oder ihr könnt, wenn ihr mal feststellt, dass irgendwas nicht passt, Lautstärke, andere Sachen halt, ne, einfach mal einen Kommentar reinschreiben. Das ist ja. Ich kann es mal erst 7 Tage später reagieren, Anführungszeichen. Ne? Heute beginnt ja die neue Aufnahme-Session, Anführungszeichen. Das mache ich ja eigentlich montags. Versuche ich dann alles zu schaffen, 7 Folgen. Aber wenn ein volles Element drin ist, dann ist man halt, ja, im Kopf halt, ich will das ja klar, aber vom Plan her, ne? Also wenn jeder anfangen würde,
würde die ganze Vorbereitungszeit auch Zeit kosten und so, sag ich mal so, mach das ganz gerne in einem Stück für dich, weil dann hast du einen Abend voll ausgenutzt. Ne? Also nicht mag es, drei Sachen durcheinander zu machen, das ist irgendwie blöd. Jedes Mal umdenken, so habe ich eine Sache im Kopf, das klappt dann. Ne? Hier, unser Hund ist auch da, die waschen hier. So. Aber im Grunde mache ich auch eh nur Sachen, die mir Spaß machen. Ich würde mir kein Spiel zeigen wollen, das es hohe Quote bringen. Das ist für mich persönlich nicht zielführend. So, hier geht es drinne. Getreidelager auf 1. Ganz kurz. Bremse. Dann Start. Ja, das geht jetzt über das Rohrsystem, über den Motor oben, da wo es ganz oben zu sehen ist. Wenn ich aussteige, würde das Vorgang unterbrochen werden. Das wäre ja nicht zielführend, ne? Also große Geräte können wir hier nicht uns nicht leisten. Das hier, wir haben hier zwei Düngersysteme. Vielleicht haben wir auch zwei Lagerplätze für Dünger. Vielleicht haben wir einmal Kalium drin, ne? Also in Düngermaschine, und einmal habe ich hier im Lager dieses 15-15. Also Stickstoff, Phosphor und Kalium. Ja, und dann wäre das ganz sinnvoll, wenn man mal schon kauft, dann Blödsinn. Aber wie gesagt, hier da entsprechend separat zu lagern, hätte dafür variabel auch düngen können. Ne? So, zurück zum Feld, ne? Oh, jo, die Zeit vergeht schnell. So, die Schauer, das soll es auch schon wieder für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Und sag mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier bei Kettle im Kopf im Norden Deutschlands. An der Weißen Elster. Tschüss, ciao, ciao. Und mal dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.